Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, an die Piratenfraktion von unserer Seite vielen Dank für diese Gesetzesinitiative. Wir diskutieren natürlich regelmäßig und häufig hier in diesem Hohen Haus das Verhältnis repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie. Da sind wir gerne mit dabei. Das haben wir ja auch ganz ausführlich in der Verfassungskommission gemacht, allerdings mit keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Die Sachlage ist ausreichend, glaube ich, mal von meinen Vorrednern dargestellt worden. Es geht, glaube ich, eher um die Positionierung und Einschätzung von den einzelnen Fraktionen. Unserer Meinung nach von der grünen Seite können wir natürlich sehr gerne über die Erleichterung des Verfahrens zur Durchführung von Volksbegehren diskutieren. Die Auslegungsfristen kann man gerne hinterfragen aus unserer Perspektive. Wir haben, das ist ja zur Überweisung heute, zwei Fragen, glaube ich, die uns hier, als wir den Gesetzentwurf noch mal angeschaut haben, die sich uns gestellt haben, nämlich einerseits sprechen Sie von Harmonisierung der Fristen, amtliche und freie Unterschriftensammlung, sagen dann aber im Text, dass die amtliche Auslegung bis zum Abschluss des Volksbegehrens erfolgen soll. Wir verstehen das so, bis zum Abschluss des Volksbegehrens, zum Abschluss des kompletten Verfahrens, das wäre nach Auswertung, dann hätten wir ein Problem, weil dann ist es nicht harmonisiert. In Ihrem Text, den Sie hier vorgelegt haben, gehen Sie ja nur an die amtlichen Fristen ran, aber nicht an die freie Unterschriftensammlung. Das heißt, die 12 Monate bleiben bestehen. Das könnte unterschiedliche Zeitläufe zur Folge haben. Das müsste man jetzt in der weiteren Debatte mal klären, ob wir uns da gleich verstehen und wie man das ausdrücken kann. Das wäre der eine Punkt. Der zweite ist beim Inkrafttreten. Da haben Sie geschrieben, am Tag der Verkündung soll dieses Gesetz in Kraft treten. Sie haben selber angesprochen, wir haben ja laufende Volksbegehren wie G8, G9. Da muss man natürlich gucken, dass das rechtssicher auch läuft, dass die tangiert sind, nicht tangiert sind, muss man vielleicht rückdatieren. Also dieser Begriff am Tag der Verkündung, wie gehen wir damit um, wie in dem Fall jetzt, wenn wir laufende Volksbegehren haben, weil die möchten natürlich nicht stören und da irritierend wirken. Das muss man einfach klären, glaube ich, im Laufe der Strecke. Insofern freue ich mich auf die weiteren Beratungen. Es kann ja nur dazu führen, dass wir da noch mal intensiver und präziser werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.